Berlin war das Mekka der Spione. Es gab sehr, sehr viele, es gab hunderte Nachrichtendienste, wenn nicht tausende. Für mich war es von mir gedacht immer als Duell. Ein Duell zweier Spione, die aber dazu eben auch Mutter und Sohn sind. Ja. Aber wenn man sich vorstellt, das hat mir mein Vater, er war mit seinem Bruder als Kind mit seinen Eltern im Wald beim Picknick und die haben da irgendwie Sandwich gegessen und mein Großvater lag in der Nähe der russischen Kasernen im Gebüsch und hat Panzer gezählt. Also das ist vollkommen bizarr und auch sehr, sehr gefährlich. Das Buch pendelt zeitlich zwischen ja, dem Datum der Verhaftung 1965 und dann eben 50 Jahre später. Also 2015, 2016 spielt es in der Gegenwart. Und wenn ich es für mich bezeichnen, labeln sollte, das Buch, es ist ein Familienduell zweier Spione. Und die Mutter, dieser Kampf, dieser lebenslange Kampf, gegen die Mutter, den habe ich dann gleich eben, nachdem ich dieses Intro gemacht hatte, den habe ich dann versucht ins Buch hineinzutragen und aber auch durchzuführen. Also die Mutter, die immer verhindern will, dass der Sohn diese Informationen seines Lebens herausbekommt und der Sohn, der geradezu gierig, immer gieriger, mit einer Obsession dann eigentlich dahin durchgeht, aber den Widerstand gegen die Mutter immer wieder brechen muss, immer wieder neu. Ja, die Mutter ist natürlich in dem ganzen Setting, ist sie der Auslöser gewesen. Sie hat damals sowohl in den 50er Jahren und 60er Jahren, also in denen diese Spionagegeschichte stattgefunden hat, ihren Mann davon überzeugt, der große Widerstände hatte, das zu tun. Da gab es Familientreffen und es gab halt einen Schwager in West-Berlin in den 50er Jahren, der hat einfach gehört, oh Gott, jetzt also mein Schwager erzählt da immer Dinge, mit denen kann ich Geld verdienen, die kann ich weitergeben. Ja, Industriedaten zur DDR, Millionenprojekte. Und dann hat eben dieser Schwager begonnen, den unwissentlich, also ohne Wissen dieses Spions, ihn abzuschöpfen. Und irgendwann hat es dann die Mutter des Martin Schmidt da mitbekommen und wollte dann einfach mitverdienen. Naja, was ich toll fand generell war schon mal, dass er halt einen gewissermaßen einen Spionageroman macht, der aber nicht wie ein klassischer Spionageroman funktioniert. Der normale Spionageroman hat natürlich als Held den Spion oder den, der den Spion stellt. In diesem Fall geht es ja um lauter Leute, die irgendwas, die in durch diesen Spionagefall, deren Leben in massiver Weise affiziert wird, die selber aber gar nicht die Spione sind. Also sozusagen die Kollateralschäden links und rechts, das, was sonst immer vergessen wird. Und dass das die Hauptfiguren sind, das fand ich super spannend. Und dass er über diese Figuren dann aber auch den Fall erzählt, das fand ich super. Ich wollte diese extremen Emotionen, dieses Auf und Ab, diesen Parcours des Horrors im Grunde, den wollte ich ins Buch tragen auch. Aber auf eine leise Art und Weise. Also nicht das spektakuläre, spielfilmartige, thrillerartige Bearbeiten dieses Themas, das hat mich nicht interessiert. Ich wollte es so machen, wie es mir gefällt.
Mir war aber eben immer sehr wichtig, dass ich diese Originalfigur meines Vaters und diesen fiktiven Martin ganz trenne, dass das zwei verschiedene Figuren sind. Ich habe auch den Namen Schmidt gewählt, weil ich diesen gewöhnlichen Zugang wollte. Also ich wollte nicht diese ja doch sehr besondere Biografie, also wie auf einem Plakat vor mir hertragen in dem Buch, sondern ich wollte einen gewöhnlichen Mann zeichnen, der einfach mit dieser Geschichte zu kämpfen hat. Das ist ja, finde ich, die Stärke an so einem Buch, oder wenn es gelingt, die Stärke an so einem Buch, dass man eine Figur kreieren kann, die sozusagen das aufnimmt, was man aus der realen Welt weiß, aber du kannst es sozusagen in Ideal oder Reinform oder so wie du als Autor es für dein Publikum am spannendsten machst, darstellen. Du musst gar nicht an den Realien kleben. Und ich glaube, er hat immer das genommen, was für ihn gut passte, und hat dann dazu erfunden, umgeschrieben, aber glaube ich immer so, dass es so hätte sein können. Das war mir klar, dass ich das jetzt nicht nur mit privaten Emotionen irgendwie schreiben kann, dieses Buch, sondern ich muss tatsächlich in die Archive gehen. Das heißt, ich habe eine Recherche in der BSDU in Berlin gemacht, und habe die Stasi-Akten einsehen dürfen, zum einen, und da dann auch in Pullach, und das Archiv des Bundesnachrichtendienstes war damals noch in Pullach, ist ja jetzt in Berlin, und habe dort die Möglichkeit bekommen, auch über meine Eltern, über meine Großeltern und über meine Eltern tausende Seiten von Akten da einzusehen. Sehr, sehr aufregend war das für uns. Diese Recherchezeit habe ich als Zeit voller Überraschungen, voller spontaner Telefonate, weil ich Dinge erfahren habe, die noch niemand wusste vorher, auch gerade über meinen Onkel. Die Information darüber, dass mein Onkel für beide Dienste, also sowohl für die Staatssicherheit als auch für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, das wusste niemand vorher von uns. An diesem Manuskript ging es mir so, ich druckte aus, las rein, und er macht eine kluge Sache. Er fängt das Buch nicht in der Gegenwart an, sondern er fängt an mit der Verhaftungsszene von damals. Und die ist natürlich spannend. Die ist aber auch schon aus den Augen dieses damals jungen Mannes, geht noch auf die Schule, letztes Jahr Schule, und sozusagen dieser Schock und dieser Unglauben und diese Verwirrung, die wird körperlich spürbar. Also diese Grundsituation, man kommt nach Hause, der Martin, ein 18-Jähriger, kommt aus der Schule oder aus der Betriebsschule nach Hause, und es öffnet ihm, die Tür ist schon mal abgeschlossen, das gab es vorher nicht, ja, waren auch andere Zeiten, die Tür stand offen, jetzt ist abgeschlossen, er ist gezwungen zu klingeln an seinem eigenen Haus, und das macht ihm wirklich die Staatssicherheit auf. Dann ist ein Oberstaatsanwalt da, der sagt ihm, sie werden ihre Eltern für lange Zeit nicht wiedersehen, und er ist dann gezwungen, mit dieser Stasi Tage oder Wochen lang im Haus zu leben. Die sammeln Sachen ein, entwenden Dinge aus seinem Zimmer, die er auch nie wieder gesehen hat, welche afrikanischen Speere, das erzählt mein Vater da auch immer, die ihm sein Vater da mitgebracht hat von Dienstreisen, und die haben die einfach einkassiert. Oder Orden aus dem Ersten Weltkrieg, die ihm irgendwie jemand geschenkt hatte, alles war weg. Nach seiner Verhaftung ist er sofort nach Hohenschönhausen verfrachtet worden, in die Untersuchungshaftanstalt. Ist da verblieben bis zum Prozess meiner Großeltern. Der fand in Halle statt. Ich weiß nicht, wie viel Geld damals geflossen ist. Auf jeden Fall ist er 1969
gegen den KGB-Spion Felfe als einer von mehreren BND und glaube auch CIA-Agenten ausgetauscht worden, allerdings nicht auf der Glienicker Brücke. Das wurde zwar erzählt, von meiner Großmutter auch erzählt, dass das so gewesen ist, aber das war Teil des familiären Märchens. Der geht dann irgendwann in den Westen und fängt ein neues Leben an. Und eigentlich hat er sein eigenes Leben aufgebaut. Der ist ja inzwischen auch 68. Der ist Tierarzt kurz vor der Pension. Der hat eine Familie. Nur ist seine Frau gestorben. Sein Kind ist weggezogen. Und es eröffnet ihm am Anfang des Buches seine Mutter, die in dem Altersheim lebt. Also die frühere Spionin, inzwischen freigekommen in dem Altersheim. Leben in spannungsreichem Verhältnis zu ihm, dass seine frühere Jugendliebe wieder angerufen hätte. Nämlich die Frau, die er damals verlassen musste, als er aus der DDR weg eigentlich musste. Und das war eine wirklich große Liebe. Der Martin musste ja in den 60er Jahren Ostberlin verlassen und die Angelika zurücklassen. Das ist Teil seines Traumas, dass er diese Frau zurücklassen musste. Und die jetzt nach 50 Jahren wieder treffen zu können und tatsächlich auch von seiner familiären Situation bereit zu sein für sie, so wie sie nach 50 Jahren glückhaft auch bereit ist wieder für ihn, das ist etwas, was Literatur, finde ich, machen soll. Also so Literatur, die mir gefällt, die soll wieder gut machen. Sie soll auffangen, ohne dem Klischee zu verfallen. Und dass sie wieder zusammenkommen, ist die gute Nachricht dieser Spionagegeschichte. Das finde ich halt dann schon toll, wie Dirk das macht, über eine Figur, die kein Spion ist, eine Spionagegeschichte erzählen. Aber was ich noch viel besser finde, halt nicht diese typische irgendwie Spion, ein Held, ein Hau drauf, ein toller Kerl, sondern was für Schäden das links und rechts und überhaupt hinterlässt. Ruhe in mir eingekehrt. Vielleicht haben sie doch zum Teil recht, weil meine Ruhe, die ist auch irgendwie die Ruhe meiner Eltern und meines Vaters. Ich beobachte halt jetzt, das Buch ist fast ein halbes Jahr raus, ich bemerke eben, wie gut ihm das Buch tut, wie gut uns allen, unserer Familie dieses Buch tut, mit welcher Souveränität er auch zum Teil ja bei meinen Veranstaltungen auftritt und hinterher Fragen des Publikums beantwortet. Das ist sehr fantastisch. Und das gibt mir auch ein sehr gutes Gefühl. Es ist ein Gefühl so einer familiären Gemeinsamkeit.